Ja, liebe Freunde, jetzt sind wir im Herzen von Kanap. Wir sind am Kanaper Markt und hier gibt es eine Menge zu berichten. Ja, liebe Freunde, im Hintergrund seht ihr das Jukaka, das Jugendcafé Kanap. Das Jugendcafé Kanap gibt es seit 2007 und die zündende Idee und den Grundstein dafür habe ich damals gelegt als Kinder- und Jugendbeauftragter im Bezirk 5. Denn gerade für Jugendliche gibt es eigentlich kaum Anlaufpunkte hier im Stadtteil. Und diese Idee wurde sehr positiv aufgenommen. Jugendliche oder Schüler der Hauptschule Kanap haben sofort ihre Unterstützung angeboten. Die haben sich auch an den Renovierungsarbeiten beteiligt, haben ein Konzept erstellt, wie sie denn mal später haben wollen. Und was denn ganz wichtig war, war, dass es hinterher ein Club wird mit einer Mitgliedschaft. So, dass man so ein bisschen entscheiden kann, wer sich da aufhält. Nur genau dieser Wunsch wurde nicht berücksichtigt. Also der Träger dieses Jugendcafé ist der VKJ, der Verein für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten. Und 2007 war der Vorsitzende des VKJ Oliver Kern. Oliver Kern wurde später der Geschäftsführer der AWO in Essen und ist jetzt zufällig Oberbürgermeisterkandidat der SPD in Essen. Und Oliver Kern weiß, wie man an Fördergelder kommt. Und an Fördergelder kommt man, wenn man Projekte startet hier im Essener Norden für benachteiligte libanesische Jugendliche. Und so ein Konzept hat er geschrieben und tatsächlich sehr viel Geld dafür erhalten. Nur in dem Moment, wo libanesische Jugendliche in diesem Café sind, in dem Moment kam kein anderer mehr. Also ich bin damals wirklich überall rumgelaufen, habe versucht Unterstützung zu kriegen. Leute, geht doch da mal hin. Mir wurde immer gesagt, da sind die Libanesen drin. Bist du verrückt? Also zu dem Zeitpunkt war ich Ortsvereinsvorsitzender hier der SPD und wir haben Turgay Tatabasch eingeladen. Turgay Tatabasch ist ein sehr engagierter türkischer Mitbürger, der sehr viel tut für Integration, für Bildung. Und er hat mir damals in der Ortsvereinsvorstandssitzung ganz klar gesagt, meine Kinder gehen da nicht rein. Ich habe auch Kontakte geknüpft zu dem katholischen Jugendclub, der hier war. Auch da ganz klar, wir gehen da nicht rein. Also ich finde es bitter, dass Fördermittel da sind für libanesische Jugendliche, für benachteiligte libanesische Jugendliche, was sicherlich wichtig ist, aber keine Fördermittel für deutsche Jugendliche. So, jetzt hat es hier gerade ein bisschen erregte Gefühle gegeben. Die Besitzer und die Mieter des Hauses, was wir gerade gesehen haben, waren nicht so wirklich damit einverstanden, dass ein Haus gefilmt wird. Deswegen gab es ein paar Diskussionen jetzt. Naja, drei Streifenwagen sind da, aber die Situation hat sich beruhigt und wir können weitermachen. So, warum habe ich euch die Geschichte gerade mit dem Jukaka so genau erzählt? Die Geschichte geht noch weiter. Also im Hintergrund seht ihr die ehemalige Hauptschule Kanap. Die Hauptschule Kanap ist spätestens seit 2010 berühmt. Genau vor 10 Jahren wurde dort die Reportage Kampf im Klassenzimmer gedreht. Kampf im Klassenzimmer. Worum ging es da? Es ging darum, dass die Mehrheit der libanesischen Jugendlichen an dieser Schule die Minderheit der deutschen Jugendlichen mobbt. Und diese libanesischen Jugendlichen haben in dieser Reportage sehr offen beschrieben, was sie von der deutschen Kultur halten, was sie über Frauen denken, was sie über Juden denken, was sie von Homosexuellen halten. Das haben die alles mal so ausgeplaudert. Und deutsche Jugendliche haben darüber berichtet, wie sie gemobbt werden, beschimpft, als Christ und Kartoffel. In der Hauptschule gibt es nur noch wenige deutsche Schüler. Sie sind mittlerweile in der Minderheit. Der traditionelle Islam prägt auch das Bild der Schule. Es ist schwieriger geworden für deutsche Schüler. Besser sind als die Ausländer, dann beschimpfen die uns gleich und verstehen das nicht, warum wir halt besser sind. Sowas kommt schon oft vor, schon seit der 5. Klasse, dass man hier als Nazi beschimpft wird oder sonstiges. Die libanesischen Mädchen, die versuchen uns runterzumachen. Die versuchen sich aufzuplustern, sich vor uns zu stellen, zu zeigen, sie haben die Macht, sie haben das Wort. Und warum hat er dann keinen Respekt vor den deutschen Mädchen? Habt ihr keinen Respekt vor unserer Kultur? Das ist doch eure Kultur. So sehe ich das. Das ist doch eure Kultur, wenn eine Frau mit einem Mann schlafen darf. Das ist doch eure Kultur. Du hast doch gerade selber gesagt, das ist normal. Ja, aber warum willst du das nie mit muslimischen Mädchen machen, aber mit deutschen Mädchen? Mit der Macht. Was willst du da machen?
Weil wenn man mit einem muslimischen Mädchen manchmal schläft und irgendwie sie entjungfert hat, dies, das, dann ist das so, dass die Eltern das als Schande ansehen und die Ehre ist befleckt. Ja. Wir müssen das aber sauber machen. Entweder der heiratet sie und wenn nicht, dann zwingen wir ihn und wenn nicht, dann knallen wir ihn ab. Dann ist die Ehre wieder sauber und wir knallen auch sie ab. Sobald man irgendwas sagt oder so, oder was auch am Anfang der Fall war, wenn sie auch sofort gesagt haben, Rassist oder so, dann sagt, guck dich doch mal an, du bist doch selbst der Rassist, dann müssen sie nicht weiterholen aus und kriegst direkt was auf die Fresse. Anders läuft das gar nicht. Und dann haben die meisten halt Angst, ihre Meinung zu sagen. Also diese Dokumentation hat unglaubliche Wellen geschlagen. Und die erste Reaktion der Politik und der Verantwortlichen hier war, das ist alles nicht wahr. Da sind Jugendliche, die kriegen zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kamera vor die Nase gehalten und dann hauen die natürlich auf die Brause. Das, was die da sagen, das meinen die alle gar nicht. Das war nur Kraftmeierei. Und damals hat der Chefredakteur der WAZ, der Frank Stenglein, mich dann angerufen. Wie gesagt, ich war Kinderbeauftragter hier im Bezirk, habe sehr viel Zeit an der Schule verbracht, sehr viel an sozialen Projekten mitgewirkt und mich gefragt, wie ist das denn jetzt wirklich? Diese Reportage, beschreibt die Wirklichkeit oder ist das wirklich alles nur Kraftmeierei der Jugendlichen? Und ich habe damals ganz klar gesagt, die Reportage beschreibt 1:1 die Realität. Genauso sind die Verhältnisse an der Hauptschule Kanab. Und da gab es wieder einen riesen Aufruhr. Damals bin ich zum ersten Mal auch negativ bei der SPD aufgefallen. Damals wollten mich die User schon aus der Partei schmeißen. Aber diese Stimmung ist dann innerhalb von 1-2 Tagen massiv gekippt. Denn die Lehrer haben angefangen, sich zu äußern. Weitere Schüler haben angefangen, sich zu äußern. Und es wurde klar, diese Reportage, Kampf im Klassenzimmer, beschreibt die Realität. Die Realität im Essener Norden. Was war die Konsequenz daraus? Ein Jahr später war die Schule zu und die Probleme kamen nun andere. So, nun zu einem der größten Probleme des Stadtteils. Es gibt hier einfach zu wenig Parkplätze. Wir haben es geschafft, Gott sei Dank, hier ein neues Rewe-Geschäft zu installieren. Aber die Parkplätze sind absolut nicht ausreichend. Und ihr seht, auf dem Kerapermarkt haben wir Platz ohne Ende. Platz ohne Ende. Und ich verstehe einfach nicht, warum kann hier nicht geparkt werden. Auf so vielen Marktplätzen in Deutschland ist Parken überhaupt kein Problem. Nur in Kanab ist es anscheinend die heilige Kuh. Also wir haben schon vor Jahren gefordert, das Parken auf dem Kanapermarkt zuzulassen. Wir haben damals eine Meinungsumfrage gemacht in der Bevölkerung und hatten innerhalb von wenigen Minuten mehrere hundert Unterschriften. Die Zustimmung zum Parken auf dem Kanapermarkt in der Bevölkerung ist gigantisch. Man muss es nur endlich umsetzen. Es ist keine heilige Kuh. Für wenig Geld kann einer der Hauptprobleme des Stadtteils einfach lösen. Und diese Argumente, die damals genutzt wurden, wir brauchen den Kanapermarkt für Feste, für Schützenfest. Leute, diese Feste finden schon lange nicht mehr statt. Hier findet überhaupt nichts statt. Deswegen brauchen wir zur Entwicklung unseres Stadtteils Parken auf dem Kanapermarkt.